dieser fundamentalistische Islam kam immer dann, wenn eine Krise war. Eine Krise war beispielsweise im 13. Jahrhundert bei Ibn Tamir. Ibn Tamir hat gesagt, ja, das war deshalb, weil die Muslime den Glauben an Gott verloren haben und seinen Geboten, fundamental betrachtet, nicht mehr Folge geleistet haben. Zweite große Phase der Krise war Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, das Vordringen Europas, der europäische Kolonialismus. Da hat man sich die gleichen Fragen gestellt und hatte die gleichen Antworten. Wie kommt eigentlich dieser politische Islam dazu, die Macht zu übernehmen? Weil das geschieht ja. Das kann passieren durch eine Revolution und das kann passieren durch eine Evolution. Fundamentalismus ist ein Krisenphänomen und eines, mit dem man hervorragend Politik machen kann. Und das ist im 20. Jahrhundert in der Tat in einigen Ländern gelungen. Aber ich beobachte seit mehreren Jahren eine Art von einer Generation, der vielleicht unter uns in Europa lebt, aber eigentlich sich von unseren Werten entfernt. Und da geht es nicht nur um Islamverständnisse, die problematisch sind, sondern es geht um Unmündigsein, um Menschen, die unter uns leben, aber ihre Religion so verstehen, dass es eigentlich in zwei Worte zusammenzufassen, in Halal und Haram, in erlaubt und nicht erlaubt, in Verbot und nicht verboten. Wenn wir tatsächlich wollen, dass wir aus dieser Klemme rauskommen, dann müssen wir die Bühne freigeben, auch für harte Kritik, Fundamentalkritik gegenüber dem Islam, gegenüber den Vertretern des Islam. Und wir müssen den Diskurs öffnen und andere Vorbilder zeigen. Aber wir haben es geschafft, die Werte des politischen Islam hier zu installieren und auch zu verteidigen im Namen der Vielfalt, im Namen der Freiheit, im Namen der Menschen. Es geht nicht mehr um Parallelgesellschaften, liebe Leute. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das sage. Es geht um Gegengesellschaften, so wie die Islamistische Partei das hat. Noch eine Irritation eines kleinen Mädchens. Als wir Schwimmunterricht haben sollten, als ich 8, 9 Jahre alt war, wurde in unserer Familie und in meiner gesamten Umgebung diskutiert, sollen wir jetzt ein Bikini kaufen oder einen Badeanzug? Das war die maximale Diskussion. Und je nachdem, wie sich das Mädchen nun wohlgefühlt hat, mit einem Bikini oder einem Badeanzug wurde das gekauft. Heute findet die Diskussion statt, darf sie überhaupt zum Schwimmunterricht und kaufen Schulen Bikinis? Wir haben ein Problem innerhalb unserer Religionsgemeinschaft, unter Muslimen, Punkt. Wir müssen innerhalb unserer Religionsgemeinschaft Themen bearbeiten wie das Patriarchat. Wenn ich zur Islamfeindlichkeit arbeite, muss ich verstehen, wie der Islamismus funktioniert. Und wenn ich zum Islamismus arbeite oder den gar bekämpfen möchte, muss ich auch ein Stück weit immer mitdenken, wie funktioniert Islamfeindlichkeit und wie kann ich den Islamismus so bekämpfen, damit das andere Extrem dann nicht zu stark wird. Säkularisieren. Schauen wir uns die islamische Welt an. Das ist eines der Hauptgründe, warum es in der islamischen Welt im Moment nicht möglich ist, den Islam zu säkularisieren bzw. weiterzuentwickeln. Deshalb können wir es hier übrigens hier in Europa, weil es hier möglich ist, liegt vor allen Dingen am politischen Rahmen. Kein einziger Diktator hat Interesse daran, dass ein zeitgemäßes Islamverständnis oder ein zeitgemäßer Islam predigen würde, Gleichheit, freie Wahlen, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Hätte der kein Interesse dran. Es ist klar, dass er das unterdrückt. Das tut er im Iran beispielsweise ja regelmäßig, in anderen Ländern genauso. Insofern besteht die Chance ja hier. Deshalb plädiere ich stark dafür, das nicht allzu sehr an den Muslimen vorbeizuformulieren. Der Dialog und das Gespräch und meinetwegen auch das Streiten über diese Position muss mit den Muslimen, mit deutschen muslimischen Glaubens geführt werden. Dieses Gedankenkonstrukt Islam der Kritik vorzuenthalten und jegliche Kritik an ihm als sanktionswürdiges Verhalten zu bezeichnen, halte ich für hochproblematisch und jetzt in meinem speziellen Fall für extrem unwissenschaftlich. Und wenn Sie sich das Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils durchlesen, steht es dort schwarz auf weiß: Der Staat hat Recht in allem. Ich werde mich ausschließlich in den Sphären bewegen, die der Staat mir lässt. Erst dann ist ein Zusammenleben mit der organisierten Kirche möglich.
und man versucht jetzt krampfhaft nach Lösungen zu suchen. Und dass man natürlich in seiner eigenen Geschichte nach Lösungen sucht, ist verständlich. Aber es tut mir leid, es so deutlich sagen zu müssen, wir haben es hier nicht mit einer organisierten Glaubensgemeinschaft zu tun, die den Katholiken oder den Protestanten oder auch den Juden gleichzusetzen ist. Ich sage nicht, dass es nicht passieren wird. In 50 Jahren werden wir das Problem nicht mehr haben. Aber momentan müssen wir das mit den Machtmitteln des Staates sehr viel aggressiver durchführen, als wir das momentan tun.